Das geschah beim letzten Mal. Such doch mal hier raus! Und so geht es weiter. Oh mein Gott! So, was ist hier? Recht ruhig. Stehen drei Zombies auf dem Flur. Blaues Kraut, es geht also los mit Vergiften. Scheiße. Mag-Munition. Ich will den nicht immer kaputt schießen. Das ist voll die Munitionsverschwendung. Ergibt kombiniert mit Schießpulvermunition oder Mag-Munition, bekomme ich erstmal nur zwei Einheiten. Ja, Mag-Munition wäre natürlich traumhaft. Ja, kriege ich wahrscheinlich einen Achievement, wenn ich den kaputt schieße, ne? Was haben wir? Munitionsverschwendung. Den Schlüssel hatte ich doch. Dammit, muss ich doch noch mal im Schießstand zurück. Dose. Nee. Dose. Untersuchen. Aufmachen. Abgenutzter Schlüssel. Super. Ich habe einen abgenutzten Schlüssel. Steckt ein Messer. Dann lebt er wieder. Jetzt bin ich wieder hier. Okay. Doch, das, du bist doch schon halb verdaut. Ach man, ich hab doch... Ach, das. Scheiße. Gibt's immer noch? Reicht das aber langsam mal. Jetzt bin ich also wieder da zurück. Okay.
Der Chief ist bestimmt jetzt mittlerweile schon mutiert. Würde ich jetzt mal ganz stark vermuten. Okay, da war's, ne? Ja. Hallo. Marvin. Oh nein, Marvin. Marvin, es tut mir leid, Marvin. Wir kannten uns doch mindestens schon 5 Minuten. Wo ist das Messer kaputt? Beende das, Lieutenant. Versprochen. Rochen. Mein Grund, ganz großes Indianer-Ehrenwort. So, jetzt muss ich mal kurz gucken, in welchen Raum kam ich noch nicht rein. Das war der Schließfächerraum. Aktenraum mit dem Herzschlüssel. Ich habe jetzt diesen Karo-Schlüssel. Moment. Was ist da noch? In den Aktenraum komme ich entweder mit dem Kreuzschlüssel oder mit dem Herzschlüssel. Ich habe jetzt den Raute-Schlüssel. Sehr gut. Raute. Ach, das ist Schießstand, ja. Oder Karo-Schlüssel. In die Wäschekammer könnte ich noch rein. Oben. Dann gehe ich mal in die Wäschekammer. Welche Bibliothek? Aufenthaltsraum, alles klar. Wieder so ein Tresor. Okay. Ich mache mir einmal normales Schrotmunition. 3 Stück kommen da nur raus, echt. Okay. Das Ding untersuchen. Ah, die Taste. Sehr gut. Zack raus, zack raus. Nicht den Lecker noch über den Weg laufen hier.
nicht echt ein Lecker? Echt jetzt? So, erstmal das Messer. 1-0-3. Ich hoffe, das ist ein bisschen mehr Munition. Aber da liegen schon 7 Schuss. Und da kommen bestimmt nur 3 bei raus. Oder so ein Scheiß. Ernsthaft, das waren jetzt echt nur 3-5 Schuss. Ach, Mann. Okay. Dann nehme ich jetzt das. Türen sind ihre Schwachstelle. Jetzt auf einmal sieht man dann auch die Lickerspuren. Okay. Jetzt kann ich noch. Nee, das war ich nicht. So. Also Tiefgarage. Eigentlich wäre jetzt noch Schießstand interessant. Was ich da noch kriege, aber da sind die Hunde gut vertreten. Hier ist die Kurbel. Eingangshalle. Da ist noch der Tresor. Da ist noch die nächste Kurbel. Da geht es zum Dach. Sammlung, Zimmer. Treffbüro. Also. Vernehmungsraum, da geht's runter. Das ist sehr komisch konstruiert, übrigens, dieses Haus oder diese Polizeistation. Büro ist noch hochwertiges Schießpulver. Wenn ich gerade mal schon hier unten bin, dann hole ich das noch mal eben. Ich fühle mich hier drin auch wesentlich sicherer, obwohl die Türen alle auf sind. Ich kann mich hier daran erinnern, dass das da kommt. Ach, das war der Schrank oben. Richtig.
Gut, dann. Dann einen höher. So, da noch. Das war der Wagenheber und das war der PC. Richtig, Rüstkammer. Und da war ja auch noch was. Lightning Hawk. Mit elektronischem Schloss. Hausbüro. So, also dazu. Also, erster Stock. Durchs Wartezimmer durch. Gerade sitzt wieder. Ich glaube, ich muss noch mal zwischendurch mal Pause machen. So, Kurbel war hier hinten irgendwo. Mal drauf schießen. Aber hier muss ich Herzschlüssel wieder haben. Das riecht schon so nach Licker hier oben. Runter zu den Geschichten, also zum Vernehmungsraum und zum Beobachtungsraum. Ja, runter. Zum Vernageln. Tut mir sehr leid. Da komme ich auch nicht raus. Da komme ich auch nicht rein. Toll. Hey! Na? Pushy? Wie geil ist das? Jetzt nicht mehr so gut, ne? Entschuldigung. Das bedeutet, ich komme hier gar nicht weiter. Ich komme weder da rein noch da rein. Okay. Dann hoch zum Dach. Und da ist auch was zum Vernageln. Toll, Mensch. Achso, die Blendgranaten. Ja, die könnte ich ja als Sekundärwaffe tatsächlich benutzen. Sonst nichts hier? Gar nichts? Erstmal in den Lagerraum. Ich habe so die Befürchtung, dass ich. Da habe ich noch ein bisschen Mac-Munition, die ich gerade nicht brauchen kann. Ich wollte eigentlich mit normalem. Auskraut. Ist ein Zahnrad. Mensch. Das frisst gleich zwei Lagerplätze. Ach du. Kann ich das auch einzeln nehmen? Nee, kann ich nicht. Die ist unwichtig geworden. Verkaufen. Herz. Da steht einer und macht mal nichts.
Patz. Ach, da steht noch einer. Patz. Die ist zu. Oh, hätte ich mal sparen können. Stand die da hinten in der Ecke und tun nichts. Super. So was. Verdammt. Damn it. Der liegt Munition. Das finde ich ganz cool, aber warum schleppe ich den Diamant eigentlich die ganze Zeit mit mir rum? Ich würde es ja eigentlich auch geiler finden, so nach dem Motto, oh, die Objekte gehen nicht unwiderruflich verloren, sondern sie bleiben einfach am Fußboden liegen. Ist die andere Seite vom Heli, ne? Ja. Alles klar. Klinikum. Wir haben es begriffen, es regnet. Hallo. Ach, zwei gleich von euch. Okay. Patz. Patz. So langsam ist aber mal gut, ne, Mädel? Gib mir mein Messer wieder. Was habt ihr hier beschützt? Ja, normales Schießpulver. Danke, normales Schießpulver, Kombi mit dem. So. Ich hab gar keine Nachladeposition mehr gehabt. Kleiner Safe Room. Somewhere lose your key. Ja, ist klar. Den schmeiße ich mal hier rein erstmal. Die kann eigentlich auch da rein. Bei dem bin ich mir noch nicht sicher. Was nehme ich mit? Kraut noch mitnehmen. Kraut ist gesund. Na komm, lass mich ziehen.
Süße, hier ist ja noch Marodes. Dann kann ich ja gleich kombinieren. Einmal das mit das und einmal das mit das. Diesmal. Autsch. Warum? Hut ab. Ich habe den Hut abgeschossen. Okay. Wer ist er? Was will er von mir? Tatsächlich. Jetzt bin ich gerade ein bisschen perplex. Das noch. Den habe ich nicht mehr auf der Kette. Ganz ehrlich. Ich weiß nicht mehr, wer das war. War das der Vorläufer von Nemesis? Jetzt in den Beobachtungsraum komme ich noch rein. Ich glaube, den werde ich nicht so schnell los. Achso, das war für den Tresor oben wahrscheinlich.
tatsächlich hinterher. Scheiß die Wand an. Ach, hier muss ich den. Den habe ich natürlich nicht mit, natürlich, was sonst.